Hallo zusammen. Heute will ich euch das Prinzip der Wahrheitstabelle erklären. Dafür gehe ich erstmal zurück auf die Aussage. Hier haben wir eine Beispielaussage A und B. Aussagen bestehen aus zwei unterschiedlichen Komponenten. Zum einen aus Teilaussagen und zum anderen aus logischen Operatoren. Teilaussagen sind unsere Variablen. Sie können entweder wahr oder falsch sein. Und wir beschreiben Teilaussagen meistens als Großbuchstaben, wie in diesem Beispiel A und B. Dann gibt es noch logische Operatoren, die die Teilaussagen verbinden zu unserer Gesamtaussage. Eine wichtige Erkenntnis hier ist, dass der Wahrheitswert der Aussage nur von den Wahrheitswerten seiner Teilaussagen abhängt. Das bedeutet, wir bräuchten jetzt am besten eine Möglichkeit, übersichtlich die Abhängigkeit von der Aussage und den Teilaussagen darzustellen. Hierfür können wir sehr gut die Wahrheitstabelle verwenden, die ich jetzt gleich auch erklären werde. Wir beginnen damit, dass wir jeder Teilaussage eine Spalte zuordnen. In unserem Beispiel würden wir dann Teilaussage A der ersten Spalte zuordnen und Teilaussage B der zweiten Spalte. Die letzte Spalte ordnen wir dann noch der Gesamtaussage zu. Im nächsten Schritt füllen wir in den orangen Teil der Tabelle die unterschiedlichen Kombinationen von den Wahrheitswerten der Teilaussagen ein. Wir betrachten nun die erste Möglichkeit, dass A und auch B wahr sind. Dies dokumentieren wir dann in der ersten Zeile. In der zweiten Zeile dokumentieren wir den Fall, dass A wahr ist und B falsch. In der dritten Zeile dokumentieren wir den Fall, dass A falsch ist und B wahr. Und in der letzten Zeile dokumentieren wir den Fall, dass A und auch B beide falsch sind. Als letzter Schritt füllen wir dann die resultierenden Wahrheitswerte der unterschiedlichen Möglichkeiten in die letzte Spalte ein. Was bedeutet das? Nun, in der ersten Zeile ist A und auch B wahr, somit ist A und B wahr. In der zweiten Zeile ist A wahr und B falsch und somit A und B falsch. In der dritten Zeile ist A falsch und B wahr, somit ist A und B falsch. In der letzten Zeile ist A und auch B falsch und somit ist A und B falsch. Was haben wir nun getan? Wir haben in den orangen Teil der Wahrheitstabelle die unterschiedlichen Kombinationen der Wahrheitswerte eingetragen und in den grünen Teil der Wahrheitstabelle haben wir die resultierenden Wahrheitswerte der Gesamtaussage eingetragen. Jetzt haben wir anhand eines Beispiels die Wahrheitstabelle uns erarbeitet und nun wollen wir dies allgemein betrachten. Wir beginnen damit, jeder Teilaussage eine Spalte zuzuordnen. Als nächster Schritt betrachten wir die unterschiedlichen Kombinationen der Wahrheitswerte von den Teilaussagen. Für jede Möglichkeit haben wir dann eine Zeile, wo wir diese dokumentieren. Dann betrachten wir die Spalte der Gesamtaussage. Hier schreiben wir den Wahrheitswert von jeder Möglichkeit in die zugehörige Zeile auf. Hier haben wir also jetzt eine Tabelle, die uns die Verbindung zwischen den Teilaussagen und der Gesamtaussage vorführt. Oft passiert es auch, dass man zwei Gesamtaussagen vergleichen will. Dann hat man mehrere Spalten im grünen Bereich der Tabelle für die jeweiligen Gesamtaussagen. Das wäre das Ende meines Videos und ich hoffe, ihr habt die Wahrheitstabelle nun verstanden.